So, auch hier im weiteren Verlauf geht es jetzt wieder am Bach entlang. Hier ist ein schöner Rastplatz. Und der Bach. Hätte ich ja nicht gedacht, dass jetzt so viele Wanderer unterwegs sind. Da konnte ich natürlich nicht warten und musste die dann auf der Brücke filmen. Sonst komme ich nicht weiter. Die waren ja da überhaupt nicht weggegangen. Tja, jetzt sind halt Ferien. Da sind halt viele Familien unterwegs. Dann wollen die dann natürlich die ganzen Baumgeister angucken. Lässt sich halt nicht immer vermeiden, andere Leute mit drauf zu bekommen. So, hier geht jetzt ein schöner Pfad im Wald weiter. Nach wie vor. Also den Rheinburgenweg habe ich jetzt verlassen. Bin aber nach wie vor auch noch auf dem Sohnwaldsteig. Also da rentiert sich es für mich eigentlich nicht, den zu machen. Weil ich dann ja hier schon gewesen bin. Zumindest nicht diese Etappe. Gut, Welterbesteig, das meiste kenne ich hier halt auch schon. Weil es halt parallel zum Rheinburgenweg verläuft. Allerdings habe ich den jetzt ja verlassen. Also hier war ich jetzt noch nicht. Habe ich aber auch nichts verpasst. Aber warum nicht? Jetzt ist auch ein bisschen die Sonne rausgekommen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Also der Nebel ist weg, es ist aufgeklärt. So könnte es von mir aus den ganzen Tag bleiben. Der Regen kann mir gestohlen bleiben. Je später der kommt, desto besser. Im Moment jedenfalls sieht es überhaupt nicht nach Regen aus. Mal abwarten. Gut, da ich jetzt hier im dichten Wald bin, habe ich nicht viel von der Sonne. Aber ist ja immer ganz schön, wenn es nicht so düster ist.